Leid, Atem und Kürze dienen, was mir dient zur Seligkeit, meinem Gott nur will ich lieben, seinem Willen mich ergeben. Hilf, o Jesu, alle Zeit. Hilf, o Jesu, alle Zeit. Alles meinem Gott zu ehren, dessen Macht die Welt regiert, der dem Bösen weiß zu wehren, dass das Gute mächtig wird. Gott allein wird Frieden schenken, seines Volkes treu gedenken. Hilf, o Jesu, guter Hirt, hilf, o Jesu, guter Hirt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir gehen zu, meine lieben Mitchristen, auf die Ferien, auf die Urlaubszeit. Monat Juli hat schon den Höhepunkt überschritten und es wird dann August in Straubing Volksfestzeit und für viele geht es dann auch in den Urlaub irgendwohin. Für unsere Ministrantinnen und Ministranten, die Größeren, führt der Weg zur internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom. Und da kommt jetzt der Gedanke auf, und der hat mich heute um 5 Uhr in der Früh schon aus dem Schlaf gerissen. Man muss ja sich überlegen, was nehme ich mit, was packe ich ein für eine solche Fahrt. Und man denkt an dies und jenes und man packt in Gedanken schon den Koffer. Im heutigen Evangelium etwas Ähnliches. Jesus, er sendet die Jünger aus und sie überlegen sich auch, was müssen wir auf unsere Missionsreise für unseren Auftrag mitnehmen. Und die Antwort Jesu ist erstaunlich. Kein zweites Hemd, keinen Geldbeutel, keine Versorgung mit Nahrung, sondern an den Füßen nur Sandalen. Und er sendet die Jünger zu zweit aus. Heißt also, sie brauchen nur sich selbst mitzubringen, die Bereitschaft, für ihn unterwegs zu sein, und sie brauchen es nicht allein zu tun. Wenn wir heute Morgen zu diesem sonntäglichen Gottesdienst gekommen sind, dann brauchen wir auch nur uns selbst mitzubringen, unsere Bereitschaft, uns auf den Weg zu machen für den Herrn, und wir brauchen dies auch nicht allein zu tun. Jesus, er stellt uns in eine Gemeinschaft. Wer glaubt, ist nie allein. Und so dürfen wir jetzt, so wie wir sind, unsere Herzen zum Herrn erheben und sein Erbarmen in unserer Mitte ausrufen. Herr Jesus Christus, du schenkst uns deine frohe Botschaft. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du sendest uns zu den Menschen. Christe eleison. Christe eleison. Du lässt uns die Kraft deines Geistes erfahren. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der Herr, erbarmt sich uns, er nimmt von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater,
du sollst verherrlicht werden, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns bieten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst uns das Licht der Wahrheit und führst uns auf den rechten Weg. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Amos. In jenen Tagen sagte Amasia, der Priester von Bethel, zu Amos: Seh her, geh, flieh ins Land Juda, iss dort dein Brot und prophezeie dort. In Bethel darfst du nicht mehr prophezeien, denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. Amos antwortete Amasia: Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt: Geh und prophezei meinem Volk Israel. Wort des lebendigen Gottes. Frieden verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Frieden verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen. Den Menschen mit redlichem Herzen, sein Heil ist ihnen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Frieden verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Es begegnen einander Huld und Treue. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Friede verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Hoch spendet der Herr den Segen, und unser Land gibt seinen Ertrag, Gerechtigkeit geht vor ihm her, und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Frieden. Der Herr sei auf deinem Herz und deinen Lippen, damit es sein heiliges Evangelium würdig wird. Halleluja, 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 Halleluja. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres Herzens,
damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts mit auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Genial ist er schon, unser Herr Jesus. Und offenbar auch ein Motivations- und ein Organisationsgenie obendrein. Jesus schickt seine Apostel los, ohne Proviant, ohne Geld, ohne Sicherheiten, nur mit einem Wanderstab und der Vollmacht, unreine Geister auszutreiben. Rational denkende Menschen müssten dadurch sagen, ja, geht's noch? Warum soll ich das tun? Warum soll ich mich unnötigen Gefahren aussetzen und mich dann auch noch mit unreinen Geistern anlegen? Und ganz viele von uns würden bequem sitzen bleiben und sich denken, du kannst mich mal. Und doch, die Apostel haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben die Botschaft, das Himmelreich ist nahe, in die Welt getragen und ja, dort, wo sie aufgenommen wurden, haben sie die unreinen Geister, die Ungeister der Welt, vertrieben. Unreine Geister sind keine freundlichen Zeitgenossen und sie sind schlau. Sie wollen auch gar nicht entdeckt und schon gar nicht ausgetrieben werden. Wenn die Apostel sich also daran machen, diese austreiben zu wollen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie sich mit allem, was in ihrer Macht steht, wehren werden. Und das, was sie am besten können, ist sich zu verstecken. Unreine Geister machen die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Aber wenn es sie nicht gibt, woher kommt dann all das Leid, das die Menschen einander antun? Schauen wir uns doch all das an, was passiert auf dieser Welt, im Kleinen wie im Großen. Dass es sie gibt, steht also außer Frage. Und genauso sicher ist, unreine Geister finden wir überall da, wo Gott nicht mehr vorkommt. Das war damals so und das ist auch heute so. Und genau deshalb schickt Jesus die Apostel zu den Menschen und trägt ihnen auf, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Macht offenkundig, was falsch läuft und entlarvt sie, die unreinen Geister, die falschen Propheten. Die, die dem Ungeist das Wort reden, ihn den Weg bereiten. Die, die Menschen etwas vorgaukeln, um sie dann für ihre Zwecke zu missbrauchen, zu manipulieren und auszunutzen.
deckt auf, wo falsche Propheten alles Mögliche versprechen und sagen, nur nicht die Wahrheit. Ich gebe euch die Macht dazu, die volle Macht, sagt Jesus. Und vor allem, fürchtet euch nicht vor ihnen. Bringt Gott zu den Menschen, er ist Herr über die Ungeister und bringt sie zu den Menschen, die offen sind dafür. Geht zu den Menschen, die unter all den Ungeistern dieser Welt leiden, die sich nach Gott, nach Heil sehnen, nach dem Himmelreich. Geht und verkündet ihnen, das Himmelreich ist nahe. Die Apostel wissen und sie spüren, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und das ist der eigentliche Grund, warum sie sich auf den Weg machen. Sie fühlen und spüren, dass sie von Gott selbst berufen sind, ihn in dieser Welt sichtbar zu machen. Und sie wissen und spüren, dass Gott der Herr ist über alle unreinen Geister dieser Welt. Und deshalb bringen sie ihn zu den Menschen, trotz aller Gefahren, trotz aller Widerstände. Jesus weiß, dass seine Jünger es mit diesem Auftrag in der Welt nicht leicht haben. Und er weiß um die Gefahren, die ihnen drohen. Und deshalb schickt er sie nicht ohne Rüstzeug los. Geht zu zweit, sagt Jesus. Oft ist es nämlich gar nicht so einfach, die unreinen Geister zu erkennen. Und schon gar nicht, wenn man die Frau, wenn man Mann oder Frau allein ist. Zu zweit, in Gemeinschaft mit Menschen, die das gleiche Ziel haben, geht das leichter. Und macht euch unabhängig. Verlasst euch ganz allein auf Gott bei allem, was ihr tut. Ihr braucht nichts weiter. Kein Geld, keine Vorratstasche. Gott ist es, der euch auf den Weg schickt und er sorgt auch für euch. Unabhängig sein. Unabhängig wie der Prophet Amos, von dem wir in der Lesung gehört haben. Gott beruft Amos zum Propheten. Ursprünglich ist er Viehhirt und er züchtet Maulbeerfeigen, bis oder vielleicht gerade weil er nicht Prophetie studiert hat, schickt Gott ihn zu den Priestern des Hauses Israel. Amos verdient sein Geld mit eigener Arbeit. Die Reichspriester werden vom König bezahlt und entsprechend tun sie auch das, was der König sagt, reden ihm nach dem Mund und sprechen, was er gerne hören will. Aber Amos hat noch eine ganz andere Gabe. Er sieht in die Zukunft. Züchter, egal ob Vieh- oder Pflanzenzüchter, müssen in die Zukunft schauen können. Auch wenn sie das, was kommt, nicht bis ins Letzte wissen und auch gar nicht wissen können. Aber ihre Produkte müssen zukunftsfähig sein, damals wie heute. Was wäre denn, wenn Züchter von Saatgut in der heutigen Zeit nicht auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren würden? In ihren Händen liegt gewissermaßen die Zukunft der Menschheit. Und so sieht Amos auch die Missstände, das, was schiefläuft im Land, die unreinen Geister, die Gott ihm in Visionen zeigt. Er sieht, was passiert, wenn die Wohlhabenden des Landes sich auf Kosten der Armen bereichern. Er sieht, was passiert, wenn es Menschen zu gut geht. Der Zusammenhalt geht verloren. Faulheit und Bequemlichkeit bekommen immer mehr die Oberhand. Einer hetzt gegen den anderen. Die bösen Geister greifen um sich. Und letztlich haben die Feinde leichtes Spiel. Die von innen und die von außen. Israel hat das erfahren, kaum eine Generation nach Amos. Gott beruft Amos zum Propheten. Er holt ihn aus seinem bisherigen Leben und sendet ihn nach Bethel. Und Amos lässt sich rufen. Da sind wir wieder bei der Unabhängigkeit. Unabhängig sein, nur Gott und seinem Auftrag verpflichtet. Das meint auch Jesus, wenn er den Aposteln aufträgt, nichts von dieser Welt auf ihrem Weg mitzunehmen. Und wir können das auch anders formulieren. Lasst euch nicht kaufen. Konzentriert euch auf den Auftrag, den Gott euch gibt.
und erfüllt ihn bestmöglich. Und dann ist da noch der Wanderstab. Der Wanderstab ist ein sehr vielseitiges, praktisches Gerät. Er gibt Halt und Sicherheit, hilft auch Gräben zu überwinden und bei Bedarf kann man ihn auch zur Gefahrenabwehr nutzen und sogar kämpfen damit. Ich verstehe den Wanderstab aber auch noch im übertragenen Sinn. Für mich steht der Wanderstab für Jesus. Wenn ich ihn mit auf meinen Weg nehme, kann mir nichts passieren. Egal wie wild das Leben uns auch manchmal oder oft beutelt. Egal auf welchen Weg mich Gott schickt. Und so ganz nebenbei gilt dir auch noch, wenn ich Gott als Wanderstab mit auf meinen Weg nehme, trage ich ihn ja automatisch zu den Menschen. Und die können sich dann auch davon überzeugen, was wirklich trägt im Leben. Zum Abschluss gibt es jetzt in dieser Sache noch einen Werbeblock. Ich war in den letzten 4 Jahren bei Ihnen, euch, und danke und dank Ihnen und dank euch auch ein Teil von Itling. Ich durfte ganz viele Gespräche führen und ich bin überzeugt, es gibt in Itling gar nicht wenige Menschen, die Gott wie den Amos in besonderer Weise anrührt. Junge wie Menschen aus dem Mittelalter, Mittelalter im Sinne von mittlere Generation. Frauen wie Männer, junge Damen wie Burschen. Wir brauchen euch und die Generation nach uns braucht euch noch viel, viel mehr. Nicht jeder muss Pfarrer oder Nonne werden. Es gibt so viel dazwischen. Traut euch. Spürt nach, was in euch steckt, was eure Berufung ist und lasst euch darauf ein. Sucht euch einen oder mehrere Menschen, denen ihr vertraut, den ihr mit auf diesen Weg nehmen wollt und probiert's einfach. Und wenn's wirklich nichts ist, Nein sagen, könnt's dann immer noch. Alles Gute, vielen Dank. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus sendet zu allen Zeiten Jüngerinnen und Jünger mit seiner frohen Botschaft zu den Menschen. Deshalb bitten wir ihn. Segne alle Menschen, die heute die christliche Botschaft durch ihr Leben bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Menschen, die in ihrer Lebenspartnerschaft Konflikte und Spannungen erleben. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen gegenseitig partnerschaftlich unterstützen. Segne alle Menschen, die Angst vor der Zukunft haben und deshalb eine Wegbegleitung brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Menschen, die an der Schwelle des Todes stehen und ihre Angehörigen und Freunde. Wir beten heute in besonderer Weise mit,
Ingrid Hartl für verstorbenen Ehemann Alois Hartl. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, durch deine Botschaft schöpfen wir Kraft für unser Leben. Dafür loben und preisen wir dich heute und in Ewigkeit. Lasset uns bieten. Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, und nimm unsere Gaben an. Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig, bist du, Herr, Gott, Zebaot. Erd und Himmel, dich Lob preisen, in der Höhe, großer Gott. Heilig, der in deinem Namen zu uns kommt, Hosanna, Amen. Ihm sei Lob und Herrlichkeit, Preis und Dank in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf uns alle
und auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, allen Frauen und Männern, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu den Seinen gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gib den anderen Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Und so sieht nun Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für die heilige Gabe. Lass deine Heilsgnade in uns wachsen, so oft wir diese Speise empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gestern haben wir unseren lieben Herrn Diakon, unseren lieben Willi, verabschiedet bei der Seemesse. Aber er ist ja heute wieder gekommen, um uns die Predigt zu halten. Aber jetzt ist es dann tatsächlich so, dass es zumindest im offiziellen Dienstverhältnis wohl das letzte Mal ist. Wie gesagt, man darf ja immer wieder als Gast auch wieder kommen. Und ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Vergeltskut sagen, lieber Willi, für alle Dienste, die du für uns getan hast, für deine menschennahe, zugewandte, aufgeschlossene Art und Weise, uns zu unterstützen, für uns da zu sein. Und es ist ja jetzt so, es gibt ein paar Ähnlichkeiten mit der heutigen Lesung im Buch Amos, mit dem Propheten, der ja vom Zivilberuf weggerufen wird, um das Wort Gottes zu verkünden. So war es auch beim Willi. Und er hat dann gerne auch neben seiner Tätigkeit als Glasermeister uns in Ittling hier das Wort Gottes verkündet, als Diakon gewirkt. Aber natürlich, diese Geschichte hat dann auch Unähnlichkeiten, denn der Prophet Amos erschien ja ungebetenerweise aus Sicht des Amtspriesters Amasia, und bei uns war es genau eigentlich umgekehrt, weil ich kannte ja Willi Peuger schon und erfuhr dann, dass er auf dem Weg zum Diakon ist, und dann war es so, ich möchte es ein bisschen in einer Modulation des Goethe-Zitats sagen, halb zog er ihn, halb sank er hin. Und wir sind froh, dass er jetzt in Ittling 4 Jahre seinen Dienst getan hat. Und auch beim Unähnliches zu Amazia, der ja den Amos wegschicken will. Ich wollte keineswegs den Willi wegschicken. Aber es ist halt nun mal so, dass durch seine Tätigkeit hier die Freude und die Begeisterung an diesem Dienst so gewachsen ist, dass es so über unsere zu gemessenen Kapazitäten etwas hinausgeht. Wir könnten ihn schon brauchen, aber Bischof in Regensburg sieht das natürlich anders, und er hat natürlich auch viele Stellen und Aufgaben zu besetzen in der Diözese, und so müssen wir unseren Willi leider jetzt nach Deggendorf ziehen lassen, und ich wünsche ihm sehr, dass er dort auch die Herzen der Menschen erreicht, dass er Menschen findet, die sich ihm öffnen, so wie das hier in Ittling war, dass er dort auch der Pfarrei Deggendorf zum Segen werden kann und dort auch das Wort Gottes offen, freimütig verkündet, so wie wir es heute auch in der Predigt gehört haben. Und ich denke, er wird das rechte Maß finden, hier die Menschen auch aufzurütteln, aber hoffentlich die Deggendorfer nicht so, dass sie beginnen, mit den Knödeln zu werfen. Aber das glaube ich jetzt nicht. Alles Gute, lieber Willi, vergelt's Gott für deine Dienste und auf Wiedersehen. Noch eins, jetzt mit der Ministrantenwallfahrt habe ich begonnen, möchte damit enden. Wer Post aus dem Vatikan von unseren Ministranten erhalten will, kann sich noch in die Liste hinten eintragen gegen eine kleine freiwillige Spende. Allen einen schönen und guten Sonntag. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde, und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Wir lieben Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.